Hi, ich bin der Michael, Freunde, und heute spielen wir einen Super-Parcours. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, aber der ist super und super schwer wahrscheinlich. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Wir gehen rein. Let's go! Let's go! Super-Parcours! Super, super! Super! So, diesmal werde ich Erster und ich werde nicht aufgeben, egal was kommt. Egal was kommt. Egal was. Ich habe gehört, es hat noch niemand unter 35 Minuten noch niemand das hier geschafft. Oha, was? Das hier. Ja. Noch nie unter 35 Minuten, da werde ich es auch nicht schaffen. Oh. Ja, wusste ich auch nicht. Oh! Aber es tut mir leid, das war ein super Sabotage. Alles gut. Naja, alles gut. Ich merke mir das. Ich habe gespeichert. MBK, warum? Warum MBK? Warum hast du das getan? Weil ich Armin. Nein, ich wollte Armin rechnen. Leute, seht ihr das, wenn wir Leute nicht zusammenspielen hier? Digga, weil du nicht mich ausgebremst hast, war ich viel zu langsam. Ja, Bro, wie soll man auch schaffen, wenn du mitten auf der Strecke einen sabotierst? Saboteur? Du bist Saboteur, Bro. Oh, geschafft, let's go. Let's go. Geschafft. Da sind wir dabei. Da sind wir. Das ist prima. Oh, Jungs. Hä? Oh. Okay. Hier ist ein fahrendes Stoppschild, meine lieben Freunde. Da sind wir doch wieder mit Stoppschildern dabei. Ich bin mit Speed einfach durch. Oh ja, ich bin auch mit Speed durch. Ey, nein. Bro. Oh, ich hab dich. Was haben wir? Was heute mit euch allen? Ich hab dich gut gecarried. Warum sabotiert ihr euch alle gegenseitig? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Na. das war jetzt nicht dein Ernst, oder? Das war voll mein Ernst. Du wolltest dich sabotieren, Bro, gell? Und dann hast du Instant Karma kassiert. Ja. Oh mein Gott, Bro, also das? Ja. Oh Gott, ich schaff's nicht drüber. Oh Gott. Digga, das ist wieder mal was ganz, ganz anderes hier, ne? Das ist was, was mir gefällt. Mit taktischem Gefühl. Ja, Bro, deine Sabotage hat mir auch gut gefallen, sag ich dir ehrlich. Ja, gar kein Stress. Die war echt stabil. Ein Fehler! Und hier ist kein Checkpoint. Weit und breit, Leute. Nee, lasst euch nicht irritieren. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Hast du gerade gefallen? Digga, warte mal. Ich muss hier... Warte, ey, bitte nicht. Ah! Oh, Digga. Rissikasi! Nein, Armin hat kurz überlegt, nach hinten zu gehen. Oh mein Gott, was muss ich jetzt hier machen, Leute? Ich sag euch, wie es ist. Egal was ist, Jungs. Wir sind ein Team. Egal was so, ist. So, Rossig, wie war das eben? Hör am Anfang. Geh Anfang, weg. Ich war Armin, hau ihn weg! Nein, bitte geh weg. Bitte. Armin, bitte. Ich mach nicht. Ja, dann geh weg. Achso, hast du noch nicht Checkpoint? Doch. Achso, lol. Ich dachte gerade, du riskierst. Oh Gott. Ich dachte auch, Amir riskiert, Digga. Ich dachte auch gerade, was war das denn jetzt für ein Move von Amir? So kenne ich ihn gar nicht. Alter, was ist das denn für ein Wallride? Also, das ist. Was? Ich mag's immer, wenn so neue Sachen kommen, die wir gar nicht kennen. Und das ist geschafft. Und das ist wieder so eine Sache. Also Bro, wie krass warst du hier? Ich? Ja. Ich finde es gar nicht so einfach. Oh, es ging. War für mich. Hä, wie hast du das gemacht, Amir? Gell? Hast du mal wieder Gas in der Mitte? Ja, du musst mal wieder Gas geben, auch von Gas zu geben und gegenlenken und so. Das war nicht so einfach. Aber hast du abgebremst bei dieser mittleren Fläche? Oder bist du da stehen geblieben oder bist du durchgeheizt? Durchgeheizt. What? Digga, was hat Amir für einen Move rausgehauen, Digga? Das ist crazy. Amir, hier der neue Wall. Oh Gott, Digga, ich mach grad so das dumm. Das ist auch wie... Bro, also... Wie hast du... Auf entspannte Basis auch noch, ne? Komplett? Bro, also ich schaff's... Krass. Jetzt mal stumm. Aber danach ist auch Feierabend, ne? Ja. Danach ist auch mal Feierabend. Alter, was? Digga, was... Also Amir hat trainiert heimlich. Ja. Nee, was soll ich trainiert haben? Ja, okay. Du musst gegenlenken und wie immer wieder Gas geben, dann rutschst du ein bisschen runter, dann musst du stark gegenlenken. Ja, okay, Amir hat wieder trainiert, das ist logisch. Amir ist das ganzen Tag da, hat erstmal den Parcours. Ich hab nur trainiert. Also keiner schafft ihn unter 35 Minuten, weil er ihn wahrscheinlich schon einfach gemacht hat. Hä? Also ich bin auf das zweite komplett durch und danach wird's dann noch schwerer. Ahnung.
Ich schaff's nicht beim zweiten einfach den Grip zu haben, dass ich da durchfahren kann. Hä? Wartet mal, Leute. Das ist komisch, ja. Oh, MBK jetzt. Oh. Let's go, Dicky! Wieso lässt du mich hier alleine? Warum lässt du mich allein? Aber du hast auch nicht abgebremst. Du bist doch, gefahren, gell? Voll. Also immer so ein bisschen abgetippelt. Nein, ich meine bei der mittleren Fläche. Ja, so ein bisschen tippelt abgebremst. Doch, da habe ich abgebremst, aber nicht doll. Na, weißt du, was ich meine? Boah, ich bin geboostet, Digga. Ah, okay. Also der Parcours bricht nicht. Bisschen hinter Armia, bisschen hinter Armia. Ein Level, glaube ich, hinter Armia. Nein! Digga, also dass Armia hier so schnell durchkam, das zeigt einfach, dass er einfach trainierter... Einfach ein Profi ist, ja. Also, er hat einfach trainiert hier heimlich. Ich Armia sag dir, Profi. Ist, er hat trainiert hier. Das P in Armia ist für Profi. Danke. Hey, warte mal. Da ist gar kein P. Was los, Pamir? Was? Achso. Hä, und jetzt? Hä, und jetzt, Armia? Tja. Oh Gott, du musst den Looping fahren. Fahr den Looping einmal durch. Dann kriegst du den Checkpoint oben am Dach. Digga. Einfach. Was? Okay, das haben die cool gemacht. Okay, die Map ist cool. Oh Gott, ich bin jetzt so dumm. Ich bin jetzt gerade so dumm, Leute. Jetzt spiel ich gerade nur dumm. Dumm. Ich muss jetzt schaffen hier. Ansonsten bin ich bei dir. Okay. Oh mein Gott. Ich küsse doch dein Auge. Warte, was soll ich jetzt machen? Ah, okay. Eklig. Oh, Digga, ich hab's endlich geschafft, Jungs. Ich bin doch endlich wieder dabei. Das ist prima. Habt ihr mich vermisst? Bisschen wenigstens. Schon, ja. Danke, Digga. Schon. Was? Warte, Armin, warte. Nein. Man muss Vollgas, ne? Man muss Vollgas. Vollgas rüber? Ja. Okay, warte, ich werde aber Reifen durchdrehen lassen. Ich werde den ganz Hasen voll Vollgasrasen machen. Was ist das für ein Pusten hier? Sorry, war ganz kurz sauer hier, aber ey, ich sag euch ehrlich, dieses... Ey, ich hab's jetzt First Try geschafft, ich werde nie wieder so schaffen, ne? Ey Jungs, nach dem letzten Dinger, wo ist der Checkpoint? Oben am Dach. Backflip, fahren. Ja. Also. Looping, ja. Backflip, was laber ich? Ah, cool. Bitteschön. Ey, cool. Das heißt Dankeschön, Russik. Jo, danke, Jungs. Vielen Dank. Nicht, dass Jungs, ihr... Armia hat's mir gesagt. Vielen Dank, Jungs, dass ihr so korrekt seid. Nein! Und mir auch mal hier. Ich hab mein Kryptonit gefunden. Kryptonit. Boah, alle. Ey, wir gehen jetzt auch wieder zurück. Ey, Russik am Ende Vollspeed, ne? Also nicht hier, sondern am ganz am Ende. Um auf das Dings überhaupt raufzukommen, ey. Ich hab gesagt, ich hab's gut geschafft, aber. Oh mein Gott. Und da Vollgas. Oder warte, bist du da? Ja. Digga, so eklig, Bro. Gut, ich hab Russik jetzt auch einmal geprankt. Was? Armin, das ist wieder so ein normaler Fall, wo du runter musst. Digga, du bist so ein kleiner 31er. Bockade! Also das geht gar nicht, ne? Ja. Also das, mein Lieber. Ich hab's nicht mehr. Warte, jetzt hab ich gebrochen. Digga, MBK ist so ein kleiner 31er. Ja, das ist ja gesagt, MBK, aufpassen. Ja. Digga, er ist so ein kleiner 31er. Ey, immer diese Autos, wo man nicht trauen kann. Das ist so krass. Ich bin trotzdem runtergefallen. Ich war gegen dir, Digga. Digga, also MBK, du bist so ein ehrenloser. Ich bin eigentlich ohne Nachdenken bin ich komplett lang gefahren, ne? Digga, du hast mich so hops genommen. Russik, warte. Nein, warte. Fahr doch! Ja, ich fahr. Ich fahr. Ja, warte. Ich fahr. Okay, siehst du, geht doch alles. Ich bin nicht so wie du. Wir sind anders. Russik ist anders! Mach doch jetzt, fahr doch! Ja, ich muss gerade kurz. Perfect Positioning. Digga. Hey, dank dir habe ich Perfect Positioning. Ding, Bro. Fahr einfach jetzt weiter und konzentrier dich, mein Lieber. Nein. Oh. Oh.
Ich finde den Pfeil da vorne sehr schwer. Ja. Oh. So. Endlich Checkpoint, Alter! Let's go, Armin. Oh, ich muss so lachen, Digga. Ich hab hier einfach so Anlauf genommen wegen MBK, Digga. Wie so ein Ding. Ich mach nur so Reifen. Ich war auch richtig motiviert, da oben hinzufahren, aber das war absolut falsch. Ich hab so Reifen durchgedreht, alles ja, drum und dran, ich war so rein. Und dann kam gar nichts, ey. Ja, ja, ich hab mich wieder gerettet, Ja, stark. Und die Schizo. Ach, Mann! Ja, Jungs, ihr werdet gleich hier... Guck mal, macht euch ruhig lustig über mich. Aber was hier gleich passieren wird, ihr werdet brechen, glaube ich. Wieso? Weil das Level hier ekelhaft ist. Oh, ich sehe schon, dass ich brechen werde hier. Ich bin nicht gerade. Ich bin jetzt auch nicht gerade. Ich bin gerade nichts Grades. Na, so geht's laut. Ne. So, ja. Und so jetzt runter. Alter. Das knallt. Ja, okay, Leute, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach hier. Digga, was ich gerade mache. Digga. Oh Gott. Oha, was war das? Wer war das? Ich! MBK. Ach so. Boah, würde heute mein Nachbar an der Tür klingeln, ne? Wow. Also. Ich würde noch einen Kaffee einladen. Warum so süß? Zu deinem Nachbarn? Wie bitte? Seid ihr so süß? Warum so süß zu deinem Nachbarn? Ich bin wieder hier. Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Wieder. Habra. Bist du bei uns? Nein. Oh, Kussi! Oh. Wir sind Angst gehabt. Noch nicht bei euch, aber auf einem guten Wege. Diese Pfeile sind da, um mich zu brechen. Digga, also. Ist das so ein Pfeil? Ja, es ist. Moin. So. Oh, Bruder, wer das jemand da ist, mir geht's gut, Leute, mir geht's gut. Keine Ahnung. So, ich bin wieder beim letzten Pfeil, Digga. Bin immer noch bei den Pfeilen, Jungs, überlegt mal. Oh mein Gott, bitte. Geschafft. Bitte. Wie schafft man's? Ganz nach oben. Oh, ich hab's geschafft, Digga. Ganz nach oben ziehen, endlich. Das Auto. Oh mein Gott. Ganz nach oben ziehen. Endlich. Ich bin nur so rübergewippt, weißt du, wie ich meine? Endlich. Nee, ich hab keine Ahnung, was du meinst, um ehrlich zu sein. Also ich bin mit den vorderen Reifen drauf nur, okay. Und dann habe ich mich quasi rüber gedingert. Oh, oha. Nein. Hast du deine Schnauze nach oben getan? Oder ja. Hast du ja, ja. Was ist das denn hier? Ich habe sie nach oben getan und dann habe ich sie irgendwie ein bisschen wieder weggezogen. Okay. Ja, was ist das denn wieder hier? Oh mein Gott. Hä? Also dieser Parcours hier. Soll das gehen? Der ist super schwer. Der ist echt nicht einfach, Jungs. Der ist echt nicht einfach. Ich versuche mir gerade wirklich... Oh Mann, ich breche mir heute noch, glaube ich, die Hand oder so. Bro, warum? Bitte nicht Hand brechen. Weil das so schlecht ist. Ja, ich habe mich gerettet. Digga, das ist echt hier... Du hast maximal Anlauf genommen, ne? Maximal, mit Reifen durchdrehen, alles. Alles, was ich konnte, um schneller zu werden, habe ich gemacht. Dieses Balancier-Ding da, ne? Ich komm nicht mal an das Gerüst und an die Füße ran. Warum? Warum ist es manchmal so? Braucht genug Speed. Digga, ne? Hä? Digga, ich hab hier keinen Anlauf. Wie soll man das schaffen? Also hier ist irgendwas. Bro, ich hab auch keinen Anlauf. Irgendwas, ja, mit den Anläufen ist hier die ganze Map, habe ich das Gefühl, ne? Also das hier geht und dann das eine ist tot. Hey, ich muss mich gerade so konzentrieren. Ja, mach mal. Mach mal, Bro. Mach mal. Mann! Wie mach mal? Ich muss doch machen! Bro, es ist verrückt. Es ist verrückt. Warte mal, hast du irgendwie noch auf der Tastatur hast du diesen einen Extra-Start gemacht? Was für Extra-Start? Hast du Tastatur einen Extra-Start? Was für Extra-Start? Das ist dir jetzt auch nicht so. Du musst deine Schnauze nach vorne drücken, nicht nach hinten. Ja, nach hinten losjumpen und dann nach vorne, damit du dich wie so ein Käfer rüberdingerst. Ja, jetzt hab ich's gecheckt, Diggi. Jetzt hab ich's gecheckt. Ich sag doch, mit der Schnauze habe ich mich ganz vorne gefangen und dann drüber gewippt.
Hey, sorry, dass ich gerade so viel rede. Ich muss balancieren. Ja, fühle ich. Digga, dieses Balancieren auch so ein Ding. Ja, das war ekelhaft. Muss wirklich kerzengerade sein da. Ich check das hier nicht. Dieses Ding, das ist doch, man hat hier viel zu wenig Anlauf. Wie soll das funktionieren? Nicht beim letzten. Nein, Mann! Okay. Ah! Krieg ich mir doch den letzten Hindernis, wo ich gerade runtergefallen bin. Ich spiel gerade super schlecht, Jungs, wieder, ne? Oh mein Gott, let's go. Oh. Ja, bitte. Ich muss hier gerade sein. Hey, auch wenn ich das jetzt hier Zeitlupe mache, Leute, es tut mir oh leid. Oh mein Gott. Ich bin so Alter. Doof. Ich bin so dumm. Ich bin für nichts zu gebrauchen gerade, wirklich. Digga, okay. Ich mach so langsam hier gerade. Oh mein Gott, den Checkpoint geholt. Oh Gott, Alter, Jungs, ich sag euch ehrlich, ihr müsst hier echt Zeit lassen bei diesem Parkour. Bei allem. Oh mein Gott, ich hab den Checkpoint. Hast du schon das Ding berührt? Alter? Oh, ich muss kurz was trinken. Ich muss erst mal einen Schluck trinken. Balancieren. Balancieren, Jungs, muss man hier. Puh. Also ich sag mal so, Jungs. 35 Minuten wird knapp. 35 Minuten wird echt knapp. Glaube ich dir. Amir hat Call gemacht, 35 Minuten. Das ist nicht so einfach hier. Nice. Das Problem ist, wenn Amir das jetzt First Try schafft, dann bin ich gebrochen. Echt? Ja, ich glaube, dann bin ich gebrochen, Bro. Versucht mal, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Kann sein, dass ich Müll aber nimmt, fahrt ein bisschen hoch, dann quasi. Ich hab schon meine Taktik. Okay. Ich weiß nicht, ich kann auch sein, dass ich so gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall zuerst hoch, dann runter und dann hoch. Kann auch sein, aber ich weiß nicht mehr, ob das gelogen ist oder nicht. Gar nichts. Vielleicht ein bisschen Schwung. Oder ich habe Reifen durchdrehen lassen. Eins von beiden. Irgendwas habe ich gemacht. So. Okay. Hä? Diese kurzen sind eklig, ne, Amir? Ja, die habe ich eben die ganze Zeit First Try geschafft. Jetzt schaffe ich die gar nicht mehr. Oh, es geht. Ja, ich mache einfach mal. Oh, gar keinen Speed gehabt. Oh, Konzentration. Cringe. Gar keinen Speed gehabt. Jetzt habe ich es wieder geschafft. Okay, bitte. Yeah. Ich hasse dieses Level. Ich mag dieses Level nicht. Yeah. Bitte. Nein! Das ist doch schräger, als man denkt. Okay, das wird schwer, das wird eine Herausforderung. Nein, schon wieder ganz knapp. Okay, Anlauf braucht man. Okay, zu weit. Man muss echt so... Digga, das einzig Schwierige ist bei den kleinen Switches, die perfekte Geschwindigkeit zu finden, ne? Rest ist so egal. Da entweder fliegt man drüber oder nicht. Das Problem ist, du bist danach so ungeduldig, dass du die einfachen Sachen wieder vermasselst. Bitte. Warte, ich hab's doch. Warte, wer hat's gerade gemacht? Jawohl! Ich hab's so gemacht, ne? Und? Ja. So. Noch einmal! Oh mein Gott! Kannst bis nach hinten, ja, ne? Ja. Mann. Ich hab's so gemacht. Okay. Und hier mache ich jetzt einfach. Warte mal, wie spiegelverkehrt? Warte kurz. Ist das perfekt spiegelverkehrt? Mein Gott! Digga, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was perfekt spiegelverkehrt ist. Bitte. Nee, okay, das ist ein ganz anderer. Das ist. Ey, das sind unterschiedliche! Okay. Jungs! Oh. Alter, was ist das für ein Ausrichtungsparcours? Man muss sich an jeder Ecke hier ausrichten. Wie gemalt. Okay, sonst gemalt. Kommst du nicht richtig drüber, Bruder. Du musst hier. Oh, let's go, Armin. Ich guck Armin einmal zu. Oh, ich seh's auch sogar. Hä? Guck mal, ich komm nur so hoch! Digga, wie hab ich das hochgeschafft?
Ja, also ich habe die Schnauze auf jeden Fall hochgezogen, danach runtergezogen. Die ist doch schon oben. Was willst du da noch hochziehen? Dann kommt da, dann passiert gar nichts mehr. Keine Ahnung, Bro. Ich weiß gar nicht selber, wie ich es geschafft habe. Sag doch, ja, ist doch nicht schlimm. Ist ja okay, wenn du mal Glück hattest. Bro, ich habe es hochgezogen, trotzdem noch ein bisschen. 100% habe ich nach unten oben gezogen. 100%. Oh, oh. Puh. Endlich. Car Switch? Hä? Karriere Car Switch. Hä? Man muss den Speed von Anfang an mitnehmen, Arme. Ich glaube auch. Ich glaube, was anders geht's nicht. Ich habe ohne Speed von Anfang an mitgenommen. Muss. Nein, nein, nein. Dann weiß es aber nicht mehr ganz genau. Ich habe es gerade mit Reifen durchdrehen alles gemacht. Nein! Warte, das ja, okay, das ist echt ein anderer. Okay. Also muss. Aber ich komme relativ gut durch. Aber ich muss hoch. Krieg ich mir jetzt wieder hier. Oh, okay. Das ist gut. Oh mein Gott, fast oben gewesen! Ey! So, ja, ich bin wieder oben. Hab ich auch versucht, geht oben. Nicht. Ich kann's alles vergessen. Also, klappt leider bei uns gerade nicht. Hat bei dir geklappt. Digga, was ist das denn? Nicht mal ansatzweise! Präzision so, ist so, wichtig. So. Bitte? Nein! Ich bin raging. Nicht mehr los. Oh, 35 Minuten wird schwierig. Oh mein! Jetzt du gesagt hast nicht ansatzweise. Okay. Oh Zack. Mein Gott. Na gut. Oh mein Gott! Was ist der Trick gewesen? Ich habe Handbremse angezogen, aus der Handbremse raus in Reifen durchdrehen und dann ganz kurz Reifen durchdrehen, loslassen und dann fahren. Ich habe kein Wort verstanden. Was hast du gemacht? Handbremse anziehen. Ja. Jetzt schon mal Reifen durchdrücken lassen, beide? Na, ah, nein, nein. Also Handbremse, Reifen durchdrehen, Handbremse loslassen, Gas, oder ein bisschen nur Reifen durchdrehen lassen und dann Gas geben. Handbremse ist angezogen. Reifen durchdrehen lassen? Nein, nein, nein. So, dass du in der Handbremse die Reifen durchdrehen lässt. Dann die Handbremse Handbremse loslassen, kurz Reifen durchdrehen lassen und fahren. Und so hab ich gerade. Genau, bin ich gerade nach oben geflogen. Hast du mit Rückwärtsgang noch irgendwie gestoppt? Nein, oder nicht? Gar nicht. Nur Handbremse und. Handbremse, und ich habe einfach nur gerade ausgemacht und dann habe ich mich einfach nach vorne kippen lassen. Also nicht so wie Rustik gesagt hat, nach hinten, Spider-Man. Digga, ich habe mich irgendwie so durchgeschlängelt, ne? Also es ist, ich bin ehrlich, es ist komplett random. Ja, du hast das Ding, was Schweine, Alter. Es ist halt dann am Ende immer irgendwie, keine Ahnung. Wenn es um Glückssachen geht, bin ich immer der Pechvogel. Na. Und Rostock immer erster Platz. Oh, Jungs. Glaub mir, hier kommt noch ganz viel Skill. Wartet ab. Ja, hier das ist noch hier ganz ist viel Skill. Bei dem hier würde ich jetzt sogar sagen, es ist eklig, ne? Was ich hier habe hier. Ausrichten. Mein bester Freund, ausrichten. Ja, genau, Bro. Ausrichten des Grauens. Und dann sliden und dann hoffen, dass du genug Speed mitnimmst, Bro. Glaub mir, das ist noch. Ich hab noch ein bisschen Spaß hier. Aber dieser Trick mit dem Reifen durch Handbremse anziehen, Reifen durchdrehen lassen, der gibt echt Speed. Bro, und das Ding ist, ich hab das ohne Ich bin genauso weit wie vorher. Ich bin anders, also ich bin anders weit geflogen. Oh, Jungs. Freut mich für euch. Oh, ich hab grad so ein Monster-Level geschafft. Ich bin so glücklich einfach. Ich bin so happy. Boah. Das war so ein Monster-Level. Freut mich alles für euch. Danke, Bro. Was für euch. Okay, warte mal. Handbremse ist bei euch Leertaste, ne? Ja. Ich schmeiß die Maus, das ist mir egal. So. Ich hab mich hier irgendwie. Okay, und dann hast du nachgedrückt? Gar nichts mehr. Ja. Nur noch Gas gegeben. Nur Gas gegeben. Nur Handbremse. Das dreht kurz durch. Digga, ich bin genauso weit wie vorher. Was labert ihr für ein Müll, Alter? Ich bin Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt. Nein, 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 Retalk, nein. Ich hab's doch 1:1 nachgemacht. Ja, und ich hab's einmal gemacht und dann ging's. Jungs, Handbremse ja, hin oder her. Die Challenge war 35 Minuten. Oh, Rustik, babbel kein Müll, Digga. Mach mal dein Level. Ich bin über 35 Minuten als Maul. Es ist okay. 38 Minuten nehme ich mit. Ja!
Was? Gemeistert! Der Meister! Leute, ich habe alles versucht. Die haben, ja, man muss, die haben irgendwelche Bugs genutzt. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe alles nachprobiert. Also 1 zu 1 gerade nachgemacht. Ich habe so 1 zu 1 nachgemacht. Ja, und wieso habe ich es geschafft? Ja, ich sag ja, es ist Glückssache. Das kann sein, ja. Ja. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das war alles pures Glück. Okay. Okay, sorry, nein, hast recht, das war Skill. Ich glaub, nein, okay, weil ich hab das Level geschafft. Ich glaube echt, mit Handbremse ist echt, vielleicht echt Meter oder so, ich weiß nicht. Ja, Leute, das war's, lasst ein Like und ein Abo. Vielleicht Armin, du kannst nicht aufgeben. Ja. Ich bin auch noch beendet. Wieso? Oh nein. Mach doch gerade einfach. Also ich werde es weitermachen. Digga, dann, wie fandest du eigentlich dieses Limbo-Dinger? Ey, ich glaube, dieser Handbremsentrick war richtig, weil bei einem Limbo hatte ich nie genug Speed und bin da voll hängen geblieben die ganze Zeit. Ich glaube, dieses Handbremsen. Ich bin bei einem Limbo bin ich stecken geblieben und habe mich nach vorne gewippt, ne? Ja, genau. Das bei dem einen, wo bin ich auch noch. Jungs, Handbremse ist bei euch Leertaste. So, ja, genau. Ich habe keine Ahnung, ich habe ohne Handbremse gemacht. Guck mal, MBK, du hast Leertaste gedrückt und dann Gas oder hast erst Gas und dann Leertaste gedrückt? Nein. Guck mal, ich habe Leertaste gedrückt, Reifen durchdrehen lassen drücken. Nicht, dass sie sich durchdrehen, also, sondern mit Space zusammen, mit Leertaste zusammen. Ja, dass du W drückst, W, zum Speed geben, oder? Nein, W und S. Was denn? W und S. Okay, W und S. Okay. Und dann? Dann Leertaste loslassen, kurz Reifen durchdrehen lassen, nach vorne fahren. W. Ah, okay, interessant. Ja, bei mir auch nicht geklappt, leider. Und so habe ich, also kann, wie gesagt, kann ehrlich sein, dass es geklappt war, aber so habe ich auf einmal einen Speedboost gehabt. Ja, das wäre so ein Trick, den du da kann. Also, oh mein Gott, let's go. Okay. Rustig, ich bin auch gut dabei. Ja, gleich kommt noch so ein Herpes-Level. Ah, das ist Ausrichtungslevel. Oh nein. Ja, Bro. Aber du musst nur geradeaus fahren. Du musst nur am Anfang gut starten. Du musst nur den Anfang gut nehmen. Lass dir Zeit, fahr einmal vor, guck, ob du richtig in die Richtung gehst. Das Ding ist, weißt du, wie ausrichten easy ist, wenn das Ding eine Marke vorne hat? Guck mal, fahr ein bisschen vor. Ja, warte, okay, ich habe jetzt perfekt. Aber richte dich nicht nach dem Pad aus, sondern nach dem blauen. Guck mal, du links. Genau. Guck so, dass du quasi genau aufs Blaue fliegen würdest. Das ist der Fehler bei dem Ding, habe ich auch gemacht am Anfang. Du musst richtig sein, dein Auto nicht nach dem Pad ausrichten, sondern nach dem blauen. Genau. Und dann gibst du Gas dann. Okay, das sollte sein, ja. Und mal wieder den Reifen durchdreh-Trick. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Brauchst du nicht hier. Ich habe alles ohne Reifen durchdreh-Tricks gemacht oder so. Ja, jetzt fährst du hoch. Jetzt wirst du einfach nur landen. Jetzt das zweimal hintereinander. Aber lass dir Zeit beim Ausrichten. Okay. Und richte dich nicht nach der Rampe, sondern nach dem gelben Rampending vor dir. Siehst du? So, dass dein Auto quasi genau da drauf landen wird. Aber ich weiß, wo ich mich an... Geh ruhig weiter vor. Warte, nein. So muss es sein. So. Ein Stück weiter rechts sogar. Ich glaube, du fliegst links. Nein, ich ist perfekt. Mhm. Okay, das sollte gut sein. Das sieht schon besser aus. Brauchst keinen Reifen durchdrehen. Ja. Und noch einmal. Genau so, wieder nach der Rampe ausrichten, nicht nach dem Dings. Puh, eklig. Nicht nach dem Dings. Okay. Das sollte gerade sein, aber. Digga, da wird noch ein Level kommen, ich glaube das. Nee, du bist nicht gerade, Bro. Doch. Nein. Vertrau. Nein. Wir fahren nach links, ne? Ja, du fliegst nach links vorbei, so wie du stehst. So. Bisschen weiter nach rechts sogar. Würde ich. Ich finde, du bist so. Zu links. Fahr vorsichtig ran. Ja, bisschen. Ja, okay, das sieht gut aus. Ja, doch, jetzt perfekt, aber Mitte, ne? Ja, du hast genug Zeit. Mach keinen Reifen durchdrehen, ich meine, dass du dich verdrehst. Jetzt hoch, ja. Zwar. Hier ist Checkpoint, oder? Ja. Also denke ich mal. Das nächste ist einfach. Das ist einfach nur kleiner Parcours. Und das nächste ist, da saß ich gerade wirklich die ganze Zeit dran.
Okay. Ja. Aber ich glaube, ihr könntet dich so randommäßig einfach runterhauen, ne? Ja, die Bänke sind dann manchmal komisch. Ja, so zum Beispiel, Alter. Okay. Ja, aber das ist Feuer. Easy. Ist egal, braucht nichts. Das Feuer irritiert mich. Ja, weiter. Jetzt links abbiegen. Ja. Ja, jetzt rechts. Jetzt. Wow. Alter, was ist egal. Chill ein bisschen. Okay. Ja. So, jetzt musst du hier durch den Schlitz fliegen und dich seitlich drehen, damit du seitlich durchfliegst. Du kannst nicht geradeaus durchfliegen, du musst dich quasi einmal drehen. Hast du deinen Popo nochmal nach hinten gezogen, MBK, während fliegen oder direkt nach vorne? Direkt noch. Nee, fahr an der Wand entlang. Ich habe die ganze Zeit den Fehler gemacht, du musst einfach nur die Wand entlang fahren, dann hast du den perfekten Winkel. Nee, habe ich nicht gemacht, Armin. Jetzt dreh dich. Ja. Digga. Jetzt genau das gleiche nochmal. Du hast irgendwo slower. Pass auf. Hab ich gehabt. Nee, bei mir klappt es gar nicht, Jungs. Ich mach diesen Trick genau. Alter, wie schnell du es geschafft hast. Ich hab hier so lange gesessen. Aber ich habe die ganze Zeit nicht mehr an der Bande gemacht. Ich habe versucht, selber auszurichten. Ja, ich hätte aber direkt die Bande benutzt. Von Anfang. Bis ich dann gecheckt habe, dass die Bande dann Dinger ist. Hier habe ich sogar dieses Bremstrick verwendet von dir. Also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, ja, dass das slower. Ding. Ab hier könnte ich. Warte, bis du runtergehört. Jetzt kannst du losfahren. Das heißt, den Bremstrick gemacht. Naja, noch einer. Ach. Fahr los, wenn es runtergeht. Jetzt. Warte. Nein. Bei dir sieht es anders aus. Ach lol, bei mir sieht es komplett anders aus, Digga. Ich dachte gerade, was war's? Oh nein, wie das High Switch. Ja, aber nicht so schwer. Okay, das Auto gefällt mir. Was ist das für einer? Keine Ahnung. Es fährt sich ein bisschen wie Formel 1 Auto. Also du hast sogar hier den Endpart viel schneller gemacht als ich. Das war's schon. Jetzt nur noch ins Ziel springen. Ja, aber dann ab... Nee, ich muss erst nach oben und dann ins Ziel, ne? Ja. Nach oben und dann fährst du noch ins Ziel. Okay. Ja. Let's go. Und jetzt muss ich nur noch quasi hier runter. Ja. Okay. Freunde, wenn das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sind Zweiter. Das war ein hammermäßiger Parcours. Checkt bei den Jungs ab. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns morgen schon wieder. Haut rein. Peace.